Großartige Neuigkeiten. Die Inhalte für den Fokusplaner 2024 sind da. Ja, sie sind verfügbar. Und in diesem Video hier stelle ich dir alle Neuerungen für den Fokusplaner fürs kommende Jahr einmal im Detail vor. Der Fokusplaner, mittlerweile eine echte Erfolgsgeschichte. Dabei habe ich ihn vor 6 Jahren eigentlich für mich entwickelt. Aber mittlerweile haben so viele dieses Prinzip, dieses Konzept hinter dem Fokusplaner auch für sich erkannt, sodass es eine wirkliche Erfolgsgeschichte geworden ist. Ja, und ich kann sagen, der Fokusplaner, hier liegt meiner, ist wirklich mittlerweile zu meinem Lieblingsstück geworden. Ich könnte mir mein Leben ohne den Fokusplaner überhaupt nicht mehr vorstellen. Und meiner ist jetzt schon über 6 Jahre alt. Das ist ja so ein sehr hochwertiges Leder und das hat so eine richtig schöne Patina angenommen. Das sieht toll aus, man fasst es wirklich gerne an und ich nutze ihn jeden Tag. Und ihr seht ja auch innen, das Ding ist richtig mit Leben gefüllt, weil damit kriege ich die PS wirklich richtig auf die Straße. Und ich bin total glücklich, dass nicht nur mir es so geht, sondern das positive Feedback, was ich von euch da bekomme. Und auch immer viele, viele Anregungen, was wir an dem Fokusplaner besser machen können. Wenn ihr das habt, schreibt mir eine E-Mail an akademie@larsbobach.de. Das kommt alles bei mir an und vielleicht findet ja eine eurer Neuerungen dann auch in den nächsten Fokusplaner dann seinen Platz. Ja, jetzt gucken wir uns aber an, was sich für 2024 alles geändert hat. Wir haben 6 wesentliche Änderungen vorgenommen und die stelle ich jetzt hier im Detail einmal vor. Also, fangen wir direkt an. So, hier sind sie jetzt, die Inhalte, und da fangen wir am besten an. Ja, womit? Am besten mit dem Lesezeichen. Das bietet sich ja an. Das tun wir mal zur Seite, gucken wir uns mal das Lesezeichen an. Ja, hat sich nicht viel verändert, nach wie vor genauso, wie wir es kennen, aber bei den Gewohnheiten haben wir jetzt das Datum mit reingetragen hier in die kleinen Felder, so dass man sich da einfacher zurechtfinden kann. Das Datum ist jetzt hier mit drin und der Sonntag diesmal, der Sonntag ist immer grau hinterlegt. So hat man auch immer eine Orientierung, in welcher Woche man ist. Ne? Ziele nach wie vor, Fokus für den Monat, die Ideenliste für den Monat, aber bei den Gewohnheiten jetzt mit dem Datum und dem grau hinterlegten Sonntag. Dann hat sich im Kalendarium auch was getan. Holen wir da uns auch mal eins, das Kalendarium. Das sieht jetzt so aus. Ja, das kennen wir, das hat sich hier, ist alles ähnlich, aber hier oben Kleinigkeiten. Und zwar hier haben wir das KW, also die Kalenderwoche neu. Die ist immer die aktuelle Kalenderwoche, sehe ich hier, und das aktuelle Jahr. Ne? Also wenn ich jetzt hier mal weiter gucke, sind wir in der Kalenderwoche 12 im Jahr 2024. Das gibt einen schönen, einen guten Überblick. Mit der Kalenderwoche, das haben wir übrigens auch in das Leporello integriert. Da muss ich mir gerade hier eins holen. Hier sehen wir das schön. Ja, Leporello, kann man hier schön sehen. Hier, das ist ja die Monatsübersicht oder Jahresübersicht dann, die ich komplett habe. Und auch hier für jede Woche immer angefangen, aktuelle Kalenderwoche. Ne? Das war ein Wunsch aus der Community. Und für das Leporello fürs zweite Halbjahr, was ich ja dann im Juli erst anfange, da haben wir uns auch was Neues überlegt. Und zwar geht's jetzt, Achtung, da. Ja, hier gibt's jetzt nämlich schon das erste Halbjahr 2025, also für das folgende Jahr. Ja, so dass man nämlich hier schon, wenn man hier im zweiten Halbjahr 24 ist, kann man hier schon mal ein bisschen vorplanen. Ich kann schon mal ein paar Termine eintragen. Ich kann Monatsfokus, Ziele und Meilensteine festlegen. So kann ich also immer da auch schon ein halbes Jahr im Voraus planen. Und dann kommen wir mal zum Heftchen Dein bestes Jahr. Dein bestes Jahr, das ist ja so mein Zielsetzungsheftchen, das haben wir hier. Und auch da haben wir uns ein paar Neuerungen überlegt. Ja, dein bestes Jahr hier zum Ziele setzen. Und zwar fangen wir diesmal an, nicht direkt mit Ziele setzen. Wer mich kennt und meine Inhalte kennt, weiß, dass ich ein großer Freund bin vom persönlichen Jahresabschluss. Wir müssen das vergangene Jahr bewusst abschließen, denn nur so, wenn wir daraus die richtigen Schlüsse ziehen, kann sich in Zukunft auch etwas ändern. Nur dann können wir uns eigentlich die richtigen Ziele setzen. Und dieser persönliche Jahresabschluss, der ist jetzt im Heft Dein bestes Jahr auch integriert. Da gibt es jede Menge Reflexionsfragen dazu, wie ich das Jahr dann abschließe. Hier seht ihr, das sind die ganzen Reflexionsfragen. Alles selbsterklärend, ist hier auch nochmal vorne im Text erklärt. Und dann kommt, wie ihr das kennt, die Zielsetzung. Mit dem Fokuskonten, gucken, ob die Ziele smart sind und. Das kommt dann auch. Und auch hier eine kleine Änderung, und zwar haben wir Ziele diesmal nicht die Möglichkeit, 12 Ziele einzutragen,
Weil ich sage ja immer, maximal 4 Ziele sollte man sich vornehmen, sondern jetzt sind es auch wirklich nur noch 4 Ziele. So haben wir ein bisschen Papier gespart, beziehungsweise Papier gespart für den persönlichen Jahresabschluss. Also maximal hier noch 4 Ziele. Mehr geht nicht. Jetzt werden diejenigen von euch fragen, ja Moment mal, 4 Ziele hier vorne im Lesezeichen und auch vorne im Leporello, da gehen ja 6 Ziele jeweils. Da kann ich mir 6 Jahresziele setzen und in deinem besten Jahr nur 4. Wie geht denn das? Relativ einfach. Dein bestes Jahr ist dafür, persönliche Ziele sich zu setzen. Für den Fokus, für die Fokuskunden, für die Lebensbereiche, die mir wichtig sind. Aber da wir natürlich auch beruflich unterwegs sind, als Unternehmer, als Führungskraft, sollten wir uns natürlich auch ein paar berufliche Ziele setzen und dafür sind die zusätzlichen Ziele hier gedacht. Also hier geht es um die Fokuskonten, meine Lebensbereiche, die Fokuslebensbereiche, die ich anfassen will. Und hier kommen natürlich auch die geschäftlichen Ziele mit rein. Aber mehr als 6 Jahresziele sollten wir uns nicht nehmen. Und 4 davon, maximal 4, kommen aus den Fokuskonten. Ja, das waren die Änderungen. Ich finde, er ist wieder ein Stück weit besser dadurch geworden. Und es gibt natürlich wie immer auch wieder 12 neue Monatsimpulse. Jeden Monat starten wir ja mit einem schönen Monatsimpuls zu mehr Fokus in den Monat hinein. Die habe ich natürlich alle wieder neu gemacht, neu geschrieben und auch jeweils immer ein inspirierendes Zitat dazu herausgesucht. Ja, und wenn ihr Ideen habt, wie der Fokusplaner besser werden kann, wenn ihr Ideen habt, was ihr gerne in dem Fokusplaner integriert haben wollt, dann schreibt mir eine E-Mail, akademie@larsbobach.de. Ich antworte auf jeden Fall und vielleicht bringen wir es dann ja in den Fokusplaner für 2025 hinein. Ich wünsche euch auf jeden Fall mit dem Fokusplaner für 2024 ganz viel Erfolg und natürlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Macht's gut. Ciao.